Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Heroes Rest. Ich habe ja schon mal ein bisschen weitergemacht. So nichts Großartiges. Ich habe jetzt mal ein paar Quests noch gemacht und ein bisschen was geschmiedet. Und ich habe da tatsächlich das Glück, ein Legendary Item zu craften. Das ist auch schon rausgegangen an die gute Gwen. Ich muss mal gucken, ob ich sie finde. Da ist die Gwen. Da ist die Gwen und hier ist das Item. Also sie hat jetzt ein Legendary Zweihandschwert mit ja, plus 1 Damage. Und das Interessante ist, scheinbar haben die Legendaries halt auch noch irgendwelche weiteren Attribute. Das heißt, solange dieser Held oder diese Waffe also auf meinem Land ist, reduziert sich quasi die Pachtgebühr für mein Land um 2%. Das ist soweit ganz gut. Das Schöne ist, dass die Gwen dadurch jetzt auch stark genug ist, um ja, mit den Goblins zu kämpfen. Laoras hat jetzt auch so eine Goblin-Quest. Und ja, Quest-Objective. Also der Sarin müsste das jetzt auch schon haben. Mich wundert es halt ein bisschen. Spyros Feld Quest. So, eigentlich. Aha! Jetzt! Jetzt! Da, Sarin completed the Quest. So. Ja, eins von zwei fehlt noch. Und ja, ich habe einen getötet. Damit bin ich bei ja, 49%. Also nicht bei 50. Ja, Rundungsfehler. Genau. So, was mir noch aufgefallen ist tatsächlich, das heißt, wenn wir wenn wir hier auf den Blacksmith gehen. Nein, Quatsch, ich erzähle Scheiße. Ich brauche immer noch die Apotheke. Wenn wir hier auf Items gehen und auf hier auf die Dinge, sehen wir, was im meinem Stash ist. Das heißt, ich sehe, dass das kaputte Schwert hier noch ist und ja, mein grünes Schwert. Und man kann es halt upgraden. Ich weiß nicht, ich habe jetzt drei von den grünen Dingern. Die Frage ist halt, was passiert mit 12 Int möchte ich eigentlich nicht upgraden. Das heißt, ich crafte einfach mal neue Schwerter. Die scheinen ja ganz gut zu gehen. Zweihandschwert. So, was wollen wir für ein... Ja. Das sieht doch gut aus. Na, ah, das sieht super aus. Und wir wollen das hier in Gold und Schwarz. So wollen wir das haben. Sword of Stability, ja. Und wir machen... drei Schwerter. So. Immerhin ein Apex. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir gut. Experience geht auch ganz gut hoch. Also haben wir jetzt. Aber das eine Common Sword. Wo ist das? Also das normale Schwert. Das werde ich jetzt einfach mal upgraden. Zack, plus 3 Magic. Was passiert, wenn ich es nochmal upgrade? Dann wird. Ah, dann wird es blau. Kann man das immer um ein Tier ist das, okay. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach nochmal upgrade, ist das ein Epic, sehe ich das richtig? Jo. Ah. Sehr schön. Das gibt Asche. So. Muss jetzt erstmal kurz gucken, wie das hier aussieht. Quests completed. Oh. Wir müssen neue Quests hinzufügen. Gather. Metal. Ja. Zack, viermal. Wir wollen Metall haben. Ne? Oder der König möchte was von mir. Gottes Willen. Also ich muss 11 Leder. Oh Gott, oh Gott. Ja, 14 Tage, aber natürlich möchte ich das machen. So. Sehe ich das jetzt?
Oh. Hab ich das nicht doch, oder? Von 11. So, dann müssen wir noch mal eine Quest machen. Craft Quest. Gather close. So, da sollten jetzt eigentlich alle hier genügend Quests haben. Auch die weniger Begabten mit ihrem CR 8, 6, um Gottes Willen. Ach. Wo ist denn Gwen? Gwen hat 12. So. Oh, der Weapon Master ist da. Okay. So, ich habe ein Token, habe ich. So, die Frage ist, soll ich... Nein, ich warte, bis ich 2 habe. Um dann tatsächlich was machen zu können. So, die Frage ist, soll ich ein weiteres Stück Land kaufen und eine Apotheke schon mal bauen oder nicht? Das ist hier die Frage. Apotheke, ja, nein, vielleicht. Ist das Land hier 4800? Was kostet das hier? 11.000? Oh Gott, was kostet der Spaß hier unten? 16.000? Ja, oh ja, bin ich noch ganz viele Rohstoffe. Das ist doch super. Und was kostet ihr beiden hier? 13.000 und. Würde ich das eigentlich wissen? 5000. Okay, das hier hinten in der Ecke ist sogar noch relativ günstig. So, das ist die Frage. Soll ich hier hinten meine Apotheke hinsetzen? Wieso denn? Oh, oh, ich habe kein Essen mehr. Hilfe! Das ist schlecht, schlecht, schlecht. Craft Food. So. Oh, ein excellent Shake. So. Upgraded. Oh, jetzt habe ich aber 6 Token bekommen. So, ich könnte jetzt Tier 2 mit dem machen. Das ist natürlich interessant. So. Finde ich wieder aus meinem Konzept. Aber das Gute ist, Weapon Master, Train Class. So. Seek New Class. Das heißt, ich könnte jetzt theoretischerweise ein Intelligence Hero. Das Doofe ist, der braucht Woodworker. Bräuchte ich. Oh Gott. Ja. Das heißt, ich nehme jetzt hier nochmal so ein One-Handed Sword. One-Handed Sword. Und Heavy Armor. So ein Dual Wield mit Heavy Armor. Ja. Und dann Berserker, komm. So, was gibt's dir? Gibt's hier irgendwas Cooles als Zeichen? Das würde ich noch durchgehen lassen. Schild möchte ich nicht. Das nehmen wir. So. Wir haben jetzt einen Händler auch hier dazu bekommen. Trade.
Hero ist kein Fan. Oh, oh. So, welche Helden fehlen mir denn jetzt hier? Ich habe jetzt 9 von den Haut raus. Ich will keine Haut raus mehr. Wie kriege ich denn Haut raus? Are you wish to delete Haut drauf, Class? Ja, möchte ich. Ich will keine Haut raus mehr. So. Ich hoffe, die sind jetzt nicht. Boah, ich habe so kurzzeitig einen Schock gekriegt. Ja. Das heißt, sie wären weg gewesen. So, sind sie zum Glück nicht. So, wie kriege ich denn das Garn hier? Das heißt, ich kann hier 6. Aha. Da haben wir schon mal 6. Wie viel Leder habe ich? 5. Alles klar, so geht das. So, ich habe noch 13 Tage Zeit. Das sollte also machbar sein. Sehr schön. Ich meine, ich muss natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass ich hier auch irgendwie das gute Essen habe. Craft Food. Ich überlege jetzt gerade, einen Fisch zu machen. Oh, machen wir 3-mal Fisch. Ist 3-mal normal geworden. So, mein Weapon Master ist weg. Okay. Quest failed. Danke, Leo. Der ist halt auch echt scheiße, der Typ, ne? Oh. Der humpelt ein bisschen. Legacy Heroes can benefit further from training, but will continue the. Oh, das ist ein Legacy Hero. Aha. Weil ich die Klasse gelöscht habe? Also ist eine gute Frage, ne? So, ich will ja immer. Ach, ich habe jetzt wieder kaum Geld. So. Ich habe jetzt noch einen Tag Zeit. So, wo sind denn hier. Quest fehlt. So, Gwen ist unterwegs. Die sind unterwegs und machen aber hier alle die Quest so. Und oh, die ist auch sehr unglücklich, ja. The Trader ist lieb. Ja, hau ab. Ja. So, die Frage ist, hole ich mir schon die Apotheke mit den 8000? Das Problem ist halt, wenn ich jetzt das Ding hier für 5000 kaufen sollte, dann bin ich ja schon wieder arm. Oh, ich baue hier noch ein bisschen Erz ab in der Zeit. So, oder war das Ding hier günstiger? Ja, das ist sogar günstiger, es kostet nur 4000. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wenn das 4000 kostet, kriege ich für 4000 Apotheke aufgebaut? Ich befürchte ja nämlich nein. So, hier habe ich nochmal ein Holz und ja, Eisen. Ja, habe ich jetzt eigentlich irgendwas von der neuen Klasse? Na, kriege ich die auch irgendwie los? So, Leoras haut einmal ab mit seinem CR7. Weiß nicht, wie man die. Human Resources 2. Have 10 Heroes join your Rooster. Da! Da! Da habe ich einen. Ein Berserker. Sehr schön.
Den Ned. So, der Ned will natürlich wahrscheinlich Waffen haben, ne? Und die kann ich ihm nicht craften. Ach, Gottes Willen. So, noch ein Tag, hoffentlich klappt das noch mit dem letzten Goblin. Oh, Craft Item. One-Handed Sword. Ja, die sehen doch super aus. Mach mal zwei Stück davon. Jawohl, ein grünes. Und noch ein grünes. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, die kann er sich direkt beide kaufen. Und dann brauche ich immer noch eine Heavy Armor. Prinzipiell für ihn. Ja, aber dafür brauche ich halt irgendwie alles, ne? Leder, Stoff oder Garn. So, kommt hier jetzt langsam mal zurück. Nett. Nett Flanders. So. Wann bist du hier mit deinem Legendary endlich durch? Jetzt komm, mach den Goblin weg. Ich habe nur noch einen Tag. Ja. Ich hoffe, das klappt noch. Ja. Und die entscheidende Frage ist, wie kommt man bei dem Spiel irgendwie schnell an Geld? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Meine, ich verkaufe Saft für 24 und produziere den für 22, wenn nicht sogar mehr. Oh, gibt keinen Honig mehr, okay. Muss man mir auch sagen, dass ich den Honig nachfüllen muss. Was ist denn mit den Betten? Pennt hier auch mal einer? Und bringt das was? Fragen über Fragen. So, hat Ned irgendwas. Ah, Ned hat sich schon mal ein Schwert gekauft. So. Sehr schön. Ned, du bist der Mann. So, was brauche ich denn? 100 Gold kriege ich. Okay, Craft Item. So, die Frage ist, was kriege ich? Was brauche ich für die Heavy Armor? Ein Garn und ein Leder und drei. Ja, okay. Ich brauche noch ein Garn. So, das heißt, ich muss jetzt auch mal noch mal ein paar. Wie viele Quests habe ich aktiv? Boah. Shop Quality 3 Sterne. So, ja, sehr schön. Craft Quest. Oh Gott. Ich brauche Garn. Die Frage ist halt über Slay Goblins. Grillt Fisch Sold, ja. Gwen is returning. Sieht auch so aus, als hättest du es geschafft. Oh, 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 oh. Hier ist nochmal Erz. Sagt nichts Gutes. Ich komme natürlich hier über. Das Abbauen noch recht gut an Mats tatsächlich. Das hilft mir so ein bisschen, um auch später hier das für 4000 zu kaufen. Ich hab auch ein bisschen Geld jetzt aufgebaut, das ist nicht schlecht. Oh, das hat da war also gar nichts drin. Okay, so was kann auch passieren. Ja, man baut was ab und dann ist da nichts drin. Hier ist es normal. Da, 4 Früchte, so will ich das sehen. A Visitor bought some honey. So, die kaufen also Honig hier. Muss ich das jetzt schon wieder nachfüllen oder was? Nee. So. Wolfe. Finn ist ein Visitor. Wo ist denn Gwen?
Gwen ist noch nicht da. Die ist noch am Zurückkommen. Aurora ist ein Visitor. Finn ist auch ein Visitor. So, da ist Gwen. Da kommt Gwen. Level 1, die ist halt auch Legacy. Legacy Heroes can benefit from further training, but will continue the adventures normally. Hold Shift to dismiss instantly. Ah, so, die könnte ich jetzt direkt feuern. Will ich aber nicht. Zumindest nicht ihn. Die Frage ist natürlich, ob ich hier irgendwelche Ihmchen zum Beispiel. Oh, da hat irgendwie keine Moral, hat CR6, der könnte halt weg. Gwen has arrived in town, ja. Wie schön hier ihren Schweif hinterher zieht. So, wie sieht's aus mit... Sie hat die Quest erfüllt, so, das ist jetzt gerade fertig, so, mein Gott. Complete, 300 Gold. Nur 300 Gold, okay. Wie sieht's denn aus mit, das hat jetzt sogar Profit gemacht, das ist nicht schlecht. Items in Stock, oh, das geht langsam runter. Craft Food. Good, normal, bad. Okay. So, was haben wir denn da? Boah, ich habe 15 Dinge, das ist nicht schlecht tatsächlich, ne? Sollte ich also hier die 12 einfach schon mal aufladen. So. Das ist gut. Ich habe noch 12 Tage Zeit. So, das heißt Stopp und jetzt brauche ich auch Leder. A storm is forming. Visitors won't be able to reach town during this year. Oh, es gibt keine Besucher, okay. Quests in Stock. Das heißt, ich kann jetzt nochmal eine Quest machen. Slay, ich möchte gerne Leder haben. Ja, die sollen Goblins töten. So, das gibt 3 bis 5. Zack. Increase your reputation to normal. So. Die Frage ist natürlich, wo sind meine das ist natürlich gut, die Gwen mit 14, die kann ich auf jeden Fall behalten, die ist auch Level 2 schon mal, sehr schön. Also Ihmchen werde ich wahrscheinlich entlassen und ja, die hier auch auf jeden Fall. Ned ist auf einem Adventure, ich hoffe, der kriegt das auch hin. Meine Güte, jetzt habe ich hier so einen schönen Sturm. Ich mache mal ein bisschen schneller das ganze Spiel. Kann ich mich auch irgendwie in der Hütte verkriechen hier? Ja, Gwen, los. So, plus 100. Was? Imminent Threats? Was? Nochmal 2 Goblins. 8 Tage Zeit. Alles klar. Oder sollte ja machbar sein. Ich habe ja jetzt ein paar, glaube ich, sogar auf Goblin Quest. Ja, Spyros war auf Goblin Quest. Ned ist auf Goblin Quest. Und Gwen ist jetzt auch nochmal auf Goblin Quest. So, er geht auch. Also, ja, da kommen jetzt ein paar wieder. Und, sind auf Goblin Quest. Sehr schön. Oh, guck mal. Kaum hat es aufgehört zu rechnen, ist Janne die Erste, die hier bei mir einkehren will. Hier das Holz will ich haben. Ja, auf jeden Fall.
ein Ticket haben wir. So, wir haben ein bisschen Gold gemacht. Ich meine, das ist alles nicht viel. Aber es sammelt sich langsam. So, dreimal Früchte. Hier ist Holz, das ist gut. Also ich könnte noch ein, zwei Waffen craften jetzt, oder? Ist hier noch was? Nein. Nix hier. Kann ja auch wieder nicht angeln. Nein, geht nichts. So. Leoras. Ein Garn. So, warte mal. Wo sind denn hier meine Kacknoobs? Scharin. Ist halt die Frage, ne? Behalte ich sie oder nicht? Ja. Hold Shift to dismiss instantly. Ja, keine Ahnung, wie ich den dismissen kann. Hold Shift to dismiss instantly. Keine Ahnung. Müsste ich mich mal schlau machen, wie man die wieder los wird. So, aber wir haben jetzt wieder ein paar Goblins gekillt. Und viel Garn kriegen wir nicht, hey, das ist miese Weapon Master. Oh, warte, ich habe einen Helden verloren. Wolfe! Oh nein! Oh. Ja. Oh no, Wolfe. Habe ich jetzt... Oh, ich habe gar keine Items mehr im Stock. Mein Gott, Craft Food. Zehn normale, alles klar. Oh. Zwei von den Dingern. Wolfe ist gestorben. Oh nein, Wolfe. Der arme Wolfe. Oh, so wird man die Typen also auch los. Wolfe died in combat. Days alive, einen. Nicht schlecht. Enemies killed 41, Quest completed. Ja, Wolfe. Nicht, ja, tut mir sehr leid, Wolfe. So, ich hoffe, dass der Nett dann, der kommt nämlich schon wieder zurück. Wie sieht es aus mit Quests? Ich hoffe, dass oh, Quests in Stock gehen auch langsam aus. Also heißt, ich brauche Leder, ne? Ich brauche Leather. So, die Frage ist, Treasure Hunt? Ne, das kriegen sie nicht. Ein Farming. 10 bis 16, ja. Komm. Leder wäre nicht schlecht, ne? So, dann kann ich jetzt nämlich noch mal ein, zwei
Einhänder craften, ne? Zwei Stück, so. Normal, ja, Sentinels. Yep, das klingt doch gut. Hier ist nochmal Eisen. Nehmen wir mit. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge auf A Hero's Rest. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und bis dann, ciao!